Des Menschen. Ein Planet voller selbstgemachter Probleme. Hier leben die wenigen Reichen und hier leben die sehr vielen Armen. Alles fing so harmlos an. Eine kleine Stadt im Süden Deutschlands. Ein ganz gewöhnliches junges Pärchen. Dann braute sich etwas zusammen. Da war sie, Nina Ackermann. Sie war die Erste. Sie war anders als alle Menschen. Sie war wie der stille Rückgang des Meeres. Bevor sie sich wie eine riesige Welle eines Tsunamis entlud. Sie war etwas anders und die Ärzte konnten sich keinen Reim darauf machen. Auch ihr Gehirn war dichter und effizienter. Gelehrte sprachen von einer Genmutation, ein Einzelfall. Doch dann kamen immer mehr solcher Kinder auf die Welt. Die Nachricht verbreitete sich weltweit. Sie waren dem Menschen mental überlegen. Chaos brach aus. Der Mensch fühlte sich bedroht. Aber sie war da, um die Welt zu verändern. Sie und ihresgleichen nutzten Technologie, um die Welt zu retten. Begleiten Sie Nina auf ihrem steinigen Weg, die Welt zu verbessern. Evolution, die nächste Stufe ist erschienen. Ein Buch von Louis Feder. Jetzt überall im Handel.